Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Ups, der Drill Deal. Und heute machen wir den großen Driller Deal. Und zwar geht es für uns in die Nordsee. Denn dort gibt es viele tolle Dinge: Makrele, Kabeljau, Schellfisch, Seelachs, Wittling, Hering, Scholle und Seezunge zum Beispiel. Und auch viele Muscheln und Schnecken. Aber es gibt auch Öl. Und das wollen wir uns holen. Deswegen geht's heute ab in die Nordsee. So. Verwalte die neue Investition unseres Unternehmens, eine Plattform mit einem blühenden Meer voller Algen. Wunderschön. Hauptziel, zerstöre alle Minen. Baue eine Plattform, stelle 15 Arbeiter ein. Baue mehr Gebäude, um dein Plattformlevel zu erhöhen. Ja, okay. Arbeiter einstellen, brauchen wir Schlafräume. Baue eine Verteidigungswaffe, zerstöre alle Minen. Okidoki. So, wir brauchen erstmal hier jemanden, der im Driller arbeitet, damit wir Geld verdienen. Es gibt keine Arbeiter. Okay. Dann... Beschäftigung, Arbeit einstellen. Aha, okay, Moment mal. Wir brauchen einen guten Driller. Ethan ist ein guter Driller, kostet aber 80. Er ist 2-Sterne-Driller, der Timothy. Kostet aber nur 50. Ja, dann würde ich sagen, Timothy ist eigentlich eine gute... Warum gefeuert? Warum ist er gefeuert? Ich habe den doch eingestellt. Arbeitsagentur, Arbeiter. Da ist doch Timothy. Ich möchte Timothy bitte hier einsetzen. So, Timothy arbeitet da schon mal. Ich würde sagen, dann bauen wir auch noch mal eine Basisraffinerie und stellen die direkt hier neben den Driller Manila. Was ist das? Was stand da gerade? Da war irgendwie so ein komisches Symbol. Wir brauchen jemanden, der gut raffinieren kann. Raffinerie ist das hier, glaube ich. 2 Sterne, ja. Ein Stern, oh, hier, der hat 2 Sterne, kostet 64. Dann stellen wir den noch ein. Und packen den schon mal auf die Tagschicht. Peter Small. So, Peter Small. Dann würde ich sagen, ein Basisquartier für Arbeiter. Das packen wir erstmal dahin, damit die sich ausruhen können. Dann brauchen wir noch einen Generator. Woher kriege ich denn... Kleiner Gasgenerator. Brücke. Verbindungen, Verbindungsrohr. Okay, danke schön. Haben wir schon mal einen kleinen Gasgenerator. Jetzt sind Dinge aber immer noch nicht genug Strom, oder was? Basisquartier, warum? Okay, wir brauchen noch mehr Strom. Nehmen wir das mal daneben. Wir machen gerade minus 114 am Tag. Ja, das ist jetzt natürlich immer so eine Sache. Wie viel fördern wir denn? Wir haben im Moment eine Balance. Und wir könnten Rohöl verkaufen. Hier sind Verträge. Haben wir noch andere Verträge? Hier. Rohöl könnten wir Gesamtlager über 4 Tage verkaufen. Und zwar, wenn wir jetzt... Ja, Rohöl machen wir ordentlich plus gerade, ne? Über 4 Tage... Was war das jetzt? Neuer Arbeiter, was? Ich hab da noch gar nichts gedrückt. 200... Oh. 118 Balance nur. Okay. Das ist blöd. Ja komm, wir verkaufen erstmal nur 50. Ja. So machen wir ein bisschen Geld. Wir müssen natürlich mehr Öl pumpen und brauchen dann erstmal noch einen Ölpumper für die Nacht, würde ich sagen. Wir passen 4 Arbeiter rein in so ein Basisquartier. So, die feinen Herren brauchen natürlich auch, wir müssen... Am Buffet können sie Essen holen, in der Küche können sie Dings holen. Wo sind die Container? Wir brauchen Container. Hier war auch kein Container drin. Ist hier ein Container drin? Hier. Essensbehälter. Ich würde sagen, Essensbehälter können wir eigentlich daneben stellen. Lager für Essenszutaten und fertige Gerichte. Bausteinblöcke fehlen uns. Bestellungen. Wir brauchen Bausteinblöcke.
Es wird teuer. 50 Stück. Essenszutaten. Wie viel können wir denn lagern an Essenszutaten? 200 können wir lagern. Okay, dann holen wir uns da auch nochmal ein bisschen was. So, bestätigen wir das. Repariere deine Gebäude. Der technische Zustand von Gebäuden verschlechtert sich. Ja, ich weiß, das ist jetzt alles so... Können wir die Zeit ein bisschen langsamer mal laufen lassen, damit ich ein bisschen Zeit habe zum Nachdenken? Das ist ja grausig. Eine kleine Küche. Gratulation. So. Ach, wir haben niemanden in der Raffinerie. Ich brauche Arbeiter. Arbeitet dann denn auf der... Oh doch, auf der Tagschicht arbeitet jemand. Wie viele Arbeiter haben wir? 2 Stück. Naja, gut, dann brauchen wir noch einen. Minimum. Vielleicht damit nachts auch noch ein bisschen Öl gepumpt wird. Wer kann denn gut... Obwohl, wir brauchen auch einen Koch, ne? Haben wir einen Koch? Wir haben keinen Koch. Ja. Dann müssen wir noch einen Koch einstellen. Der kann hier gerade zufällig sehr gut kochen. Kostet 60 am Tag. Stellen wir den mal ein. Und wir bräuchten noch jemanden... Eine Werkstatt haben wir jetzt gerade eh nicht. Wir bräuchten jemanden, der nachts vielleicht noch ein bisschen in der Raffinerie raffiniert. Aber hier haben wir im Moment nur so Ein-Sterne-Leute. Ist hier noch ein Driller, ist auch nicht mehr bei ein guter, ne? Das ist mies. Das Ding hat keinen Strom. Tagschicht. Dann nehmen wir den Mr. Green. Essenszutaten sind entladen. Bausteinblöcke sind entladen. Wir müssen gucken, dass wir hier noch irgendwie Verträge ins Land holen. Guck mal, der will 200 für 800 Rohöl. Haben wir noch gebalanced, oder? Nee, das ist kein Rohöl. Das ist das Rote. Ich weiß es gar nicht. Guck mal, die Indier, die wollen so ein bisschen Gas. Vielleicht können wir den noch irgendwie... 20 Gas am Tag liefern. So, schauen wir erstmal. Ist der, guck mal, India Trans kann das dann direkt abholen. Dann können die hier schön abtanken. Unterhaltungsgebäude. Ja, ey Leute, ich brauche erstmal Kohle und Essen. Und ne, wir müssen erstmal hier... So, siehst du, hier haben wir Verträge erfüllt. Siehst du, die laufen. Die laufen. Wenn wir jetzt was übrig hätten noch, müssen wir halt gucken, dass wir vielleicht noch so schnell Verträge lösen, aber die können wir nicht. Was haben wir denn hier an Gas? Gas haben wir nicht viel. Da wird jetzt gearbeitet, aber für Tag- und Nachtschicht ist natürlich immer, hier brauchen wir ja einen Wissenschaftler oder sowas, ne? Die brauchen schon wieder Strom. Die brauchen schon wieder Strom. Ich habe aber auch nichts Besseres, ne? Kleiner Gasgenerator, was Großes kann ich jetzt auch nicht bauen. Nö. So, wir brauchen Essen für die Küche. Das haben wir. Essenszutaten sind auch noch da. Ja, Essen ist nicht so viel da, aber ey, meine Güte. Wasser. Wir verbrauchen zu viel Wasser. Wir brauchen also Wasseraufbereitung. Bauen Industriegebäude sind hier... Wo ist denn Wasseraufbereitung? Basisquartier für Arbeiter, kleine Küche. Warum ist sowas denn eigentlich nicht... Warum kann ich jetzt zum Beispiel eine Werkstatt nicht bauen? Technologie, Basiswartung. Ach so, wir brauchen... Wo ist denn dieses Forschungspanel-Ding gewesen? Wo ist denn das Forschungsding gewesen? Hier. Wartung. Basiswartung. Kleine Basiswartung muss drin sein. Weil sonst stehen wir nämlich am Ende doof da.
Eine Werkstatt. Macht die Werkstatt viel Krach, ist die Frage. Sonst stelle ich die einfach hier hin. Nee, Kraft, was? Essensbehälter? Hier. Krach macht ihn nicht. Das heißt, wir stellen hier noch einen Arbeiter ein. Der kann das gut, der kostet 71. Der könnte aber auch noch auf dem Driller arbeiten, theoretisch. Ah, der ist sehr teuer. Der ist sehr teuer. Aber egal, wir müssen irgendwie klarkommen. Und viel Geld haben wir nicht. Weil für Gebäudesicherheit müssen wir halt sorgen. So, Essen haben sie eigentlich. Schlafen könnten sie auch. Aber wir machen nicht viel Gas, weil wir natürlich auch die Gasgeneratoren haben. Ah, Mist, ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie das mit den Generatoren funktioniert. Schaltet Vertrag für Schweröl frei. Wo habe ich denn Schweröl? Habe ich überhaupt Schweröl? Nee. Wir hätten Festbrennstoff gerne, aber was wird denn hier produziert? Der macht Heizöl, Gas und Schweröl ein bisschen. Dieses Gebäude braucht Arbeiter. Ja, okay, das ist schon so eine Sache, die ich mir irgendwie denken kann. Ah. Ich stelle mal hier Willy Williams ein. Willy Williams arbeitet hier bitte in der Expeditionsdings. So, dann haben wir jetzt auch Expeditionen. Bauen wir Expeditionshäfen. Boah, schon notwendig. Zwei Stück, wieso? Warum geht das nicht? Was brauche ich, um diese Verteidigungsanlage zu bauen? Windgenerator, Verbindung. Muss da auch noch jemand arbeiten im Buffet eigentlich? Oder können die in dem Buffet einfach sitzen? Dann stelle ich das jetzt mal dahin noch hin. Weil offensichtlich sind alle sehr schwach und haben Hunger. So, jetzt gehe ich mal davon aus, dass sie alle ins Buffet gehen können. Wir werden wahrscheinlich einige Misserfolge feiern, bis wir das Spiel richtig verstanden haben. Gehe ich mal von aus. Aber ich mag das Grundkonzept, deswegen... Oh, wir machen einen Dollar am Tag plus nur noch. Weil wir keine Verträge haben. Wir müssen eine neue Kundenstruktur aufbauen. Er möchte Heizöl haben. Wo sehe ich denn meinen Heizölstand? Sehe ich nicht. Ich sehe, wie viel Rohöl ich habe. Ach da. So, Heizöl könnte ich verkaufen. Heizöl könnte ich verkaufen. Schweröl haben wir nicht so viel. Gas haben wir auch noch einiges. Komm, wir verkaufen auch nochmal Gas. Ja. Oh Gott, was ist jetzt los? Alter! Schwere Gewitter wüten am Gewitterding. Was ist das hier? Ja, wir brauchen noch ein Unterhaltungsgebäude.
Das heißt, wir schauen mal eben bei Unterhaltungsgebäuden. Als Kino. Ja, da brauchen wir Technologien für. Technologien, Arbeiterversorgung. Warum kann ich das nicht kaufen? Achso, ich muss erstmal Arbeitnehmerschutz kaufen. So, wir haben jetzt Arbeitnehmerschutz eingeführt. Das heißt, vielleicht sind die jetzt schon mal ein bisschen fröhlicher. Ich glaube, jetzt ist gerade kein guter Tag irgendwie. Wetter ist krass. Wir machen halt nur diesen Dollar am Tag. Ne? Schweröl machen wir aber 40 am Tag plus. Das heißt, vielleicht kann ich uns hier... Was wollen die denn haben? Festbrennstoff. Wie viel Festbrennstoff habe ich denn? Gar nichts. Produziere kein Fest. Schweröl, das könnte ich verkaufen. Komm, wir kaufen mal diesen Vertrag hier. Kundenstruktur hier. Verträge. Schweröl. Wenn wir am Tag 40 plus machen... Dann verkaufen wir den erstmal so um den Dreh. Ja. Für 4 Tage. Damit wir halt einfach auch ein bisschen... Wir müssen ja um ein bisschen im Plus bleiben. So. Das heißt, wir können hier in der Raffinerie vielleicht jetzt dann auch nochmal eine Nachtschicht einführen. Ah, die wollen ihr Kino. Die wollen ihr Kino, die sind alle sehr unglücklich. Die sind alle sehr unglücklich, das tut mir auch sehr leid jetzt zur Zeit. Ich brauche 2 Forscher noch, also wir brauchen mehr Mitarbeiter. Bringt ja alles nichts. So, Dominic Brown wäre noch ein Forscher. Stellen wir ein. Und ich bräuchte noch jemanden... Na, im Moment ist gerade kein guter Mitarbeiter für Nachtschicht da, ne? Der kann gut in einem Bohrer arbeiten. So, Willie Williams arbeitet hier. Dominic Brown müsste auch mal hier mitarbeiten. Dann könnten wir vielleicht jetzt mal auf eine Expedition gehen. Warum geht das nicht? In der Nebel des Passagierschiffs lohnt sich eine Expedition zu machen. 2 Forscher. Kostet 8 Gas. Haben wir doch. Ich würde diese Expedition gerne beginnen. Warum geht das nicht? Liegt es gerade am Wetter oder... Noch habe ich doch auch ein bisschen Wasser gelagert, also... Was? Warum Expedition kann nicht gestartet werden? Ich glaube wegen Nacht, oder? Nachts geht, glaube ich, sowieso nicht. Ja, guck mal, die Nacht können wir mal auf normale Geschwindigkeit ein bisschen überspringen. Ja, Leute, wir brauchen Kino. Ich weiß, das kostet aber Geld. Zum Glück hat das jetzt nicht so die Auswirkungen. So, Verträge erfüllt. Ein bisschen. So. Beginne. Nicht genügend Leute. Was? Warum geht das so schnell weg? Kümmere dich um ihre Bedürfnisse.
unglücklicher. Ach, die Leute sind unglücklich, Leute. Dieses dämliche Kino wird extrem scheiße teuer, ey. So. Ich habe keine Ahnung, wo der Eingang hier ist. Da ist ein Elche, ein Oche. So, dankeschön. Ein kleines Kino. Wer arbeitet denn in so einem Kino? Dann brauchen wir noch einen Arbeiter. Das hier ist für Unterhaltung, die Krone. Jonathan. Obwohl... Jonathan ist teuer, aber egal. Ist da oben dann immer steht gefeuert. So. Jonathan ist noch nirgendwo eingestellt. Effektivität 0, Effektivität. Ja, das ist natürlich jetzt über Nacht eh kacke. Dann überspringen wir mal die Nacht. Wie schnell geht das hier? Auf 4, okay. Ich möchte einfach nur eine Expedition machen. So, India Trans, danke. Gesamtladung, siehst du, India Trans hat sich erfüllt. So, Gaspipeline, guck mal, Gas haben wir ordentlich jetzt mittlerweile. Wir machen am Tag 163. Dann können wir jetzt hier die Verträge vielleicht einfach auch mal ein bisschen steigern. So. Und was haben wir da? Boah, da machen wir 163 auch am Tag, Heizöl. Und die wollen Heizöl. Oh. Das heißt, wir können den mal ordentlich hier... Haben wir mal einen 80er raus hier. Ja. So. Das heißt, da kriegen wir schon mal jetzt ein bisschen mehr Geld raus. Gas ist halt, wir produzieren nicht sehr viel Gas. Wir haben überhaupt keine Effektivität, aber jetzt können wir endlich mal eine Expedition beginnen. Oh, Rohöl ist voll. Haben wir irgendwie so einen Schnellvertrag, der vielleicht Rohöl kaufen will? Nein, ne? Der will Heizöl. Hm, okay, okay. Wie produzieren wir denn Heizöl? Basisraffinerie? Kleine Chemiefabrik. Oh, fortschrittliche Chemiefabrik. So, da können wir eh noch nicht viel machen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir unser tägliches Geld irgendwie so ein bisschen geregelt kriegen. Aber jetzt im Moment haben wir einen ganz guten Balance eigentlich, ne? Im Moment geht's. Bau- und Industriegebäude. Was sind das für Gebäude? Basisquartier, das ist alles für Arbeiter. Jacuzzi und so, Alter. Hafenexpedition reicht ja jetzt, haben wir jetzt erstmal. Ein Rohölbehälter, wo können wir den hinstellen? Die geben halt nur so Bonis, wenn die zusammen irgendwo stehen, ne? So, Rohöl ist eigentlich auch geregelt. Wasser ist ein Problem, Leute. Wasser ist ein Problem.
Wir bräuchten eine Wasseraufbereitungsanlage. Sinkendes Schiff. Deine Forscher sind zurückgekehrt und haben 400 was gefunden? Heizöl. Heizöl, haben wir einen Schnellvertrag? Heizöl, ja. Das ist doch schon mal geil. Gas ist zurzeit auch voll. Schnellverträge für Gas hätten wir aber auch noch da. Also raus mit dem Gas. So, dann haben wir wieder 2000. Jetzt können wir mal eben ein bisschen hier gucken. Produktion. So, danke. Schaltet Behälter für kleine chemische Anlagen und Schmierstoffe frei, ermöglicht die Produktion und Lagerung von Schmierstoffen. Ein besserer Kondensator kaufen wir auch. Sollen wir schon mal ein bisschen mehr Strom. Die Arbeiter bekommen jetzt auch noch eine Basisausbildung. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, okay, zu bessere Jobbewerber. Na, da warten wir erstmal ab, was passiert, weil dann können wir vielleicht dann bald auch schon auf Nachtschichten umsteigen. Wasser, Wasser, Wasser. Wir müssen Wasser produzieren irgendwie. Wie kriegen wir Wasser, Wasser, Wasser? Kleiner Gasgenerator, Windgenerator, Wasserreinigungsanlage. Erfordert Technologie, einfacher Filter. Einfacher Filter kostet 800. Aber wir brauchen halt sauberes Wasser auf Dauer. Jetzt holen wir das nochmal. So, South Square, was haben die denn eigentlich bekommen hier? Dankeschön, da gucken wir aber dann mal. Ja, auf jeden Fall wollen wir eine Expedition beginnen. Sinkendes Schiff Nummer 2. Ab, ab. So, die brauchen Schweröl. Am Tag machen wir 40 plus. Ja, dann nehmen wir irgendwie so eine kleine, irgendwie 25. Hauptsache, wir haben so ein bisschen, das gibt jetzt nicht super viel Geld. Aber wir müssen es so ein bisschen loswerden, das Zeug, ne? Bleibt nun mal halt nichts anderes übrig. So, jetzt geht's doch aber, Freunde. Ich würde sagen, an dieser Stelle, ich speichere das. Also ist es Autosave. Ja. So, bitteschön. Das haben wir gespeichert. Dann machen wir hier an nächster Stelle weiter und sehen, wie sich das entwickelt. Ja, bei Tipps und kleinen Dingen bin ich gerne offen bei solchen Spielen, ja. Wenn ihr da was seht, was ich noch nicht habe oder eine gewisse Strategie habt, die ich noch nicht kenne, dann immer gerne raus. Ne? Es bringt jetzt nichts, wenn ihr sagt, mehr das, du musst mehr dahin. Du musst mehr Öl machen, ja, ist mir klar. Ne? Aber vielleicht so ein kleiner konstruktiver Satz zu, wenn du das und das in der Forschung erforscht, dann hast du eine bessere Effizienz da und da und deswegen wäre es vorteilhaft, weil du dann das und das besser machen kannst. Das wäre cool. Meine, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen da draußen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Bleibt ölig und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao mit au.